Eins vorweg, wenn hier heute irgendwelche lautstarken Presslufthammergeräusche sind, dann tut es mir schon mal sehr leid, aber wir haben direkt eine Baustelle vor der Tür und die machen dann den ganzen Tag schon Krach. Aber ich habe nun mal nur diesen einen Tag in der Woche frei, wo ich drehen kann und den muss ich dann nutzen und dann ist es doof. Und es ist heute, glaube ich, 40 Grad gefühlte. Das heißt, ich werde während dieses Videos wahrscheinlich auch noch auseinanderlaufen. Also wundert euch nicht, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, sondern hier nur noch eine Pfütze ist. Es ist einfach nur abartig warm heute und ja, ich will mich jetzt aber gar nicht weiter beschweren, sondern fangen wir mit dem Video an. Oh, es ist einfach nur so unsagbar. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr irgendwo hinspringen wollt, dann klickt einfach drauf. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Ein magischer Sommer von Jacqueline Fellgut. Da habe ich ja Anfang des Monats Hashtag Folge deinen Herzen von ihr gelesen und das hat mir ultra gut gefallen. Und da habe ich mit Jackie so ein bisschen geschrieben und hat sie mich gefragt, ob ich nicht das Buch von diesem Monat auch lesen möchte. Und zwar ist das Ein magischer Sommer. Ich muss dazu erstmal erklären, dass Jackie dieses Jahr so ein Projekt hat, dass sie jeden Monat ein Buch veröffentlichen möchte. Und das ist halt das aktuelle Buch vom Juli und das vom Juni war halt Hashtag Folge deinem Herzen. Und sie hat, wie gesagt, die ganzen anderen Monate dieses Jahr auch schon jeden Monat ein Buch rausgebracht. Da habe ich mir auch schon einige Bücher noch rausgesucht, die ich auf jeden Fall auch noch lesen möchte. Und so viel erstmal ganz kurz zur Erklärung. Auf jeden Fall, Ein magischer Sommer hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Es ist von der ganzen Art und Weise her und von der Thematik her anders als Hashtag Folge deinem Herzen. Und es hat auch einen bisschen ernsteren Hintergrund einfach. Und trotz, dass es anders ist, ist es doch wieder typisch für Jackie ihre ganze Art und Weise zu schreiben. Und ach, es hat mir einfach so gut gefallen. Es war wirklich einfach richtig gut. Aber als allererstes erstmal zum Inhalt. In Ein magischer Sommer geht es um Ethan. Ethan wollte schon sein ganzes Leben lang ein großer Magier werden und träumt halt davon, nach der Schule nach Las Vegas zu gehen. Dies tut er dann auch und lässt alle zurück. Er lässt seinen Vater zurück und seine große Liebe Haley. 10 Jahre später steht Haley auf einmal im Publikum bei seiner Show in Las Vegas und er ist erstmal total irritiert und vergisst quasi fast noch, was er da gerade eigentlich gemacht hat. Und wundert sich halt, warum Haley denn gekommen ist. Die Erklärung ist ganz einfach, denn Ethans Vater ist gestorben und er hat bisher jede Post, die er zugestellt bekommen hat, ignoriert. Und Ethans Vater hat, der Name Ethan ist schon echt schwierig, Ethans Vater hat die größte Fabrik in dem Ort, wo er herkommt, gehört. Und jetzt muss natürlich diese ganze Nachlass-Erbschaftssache geklärt werden. Und solange können die Mitarbeiter in der Fabrik nicht mehr arbeiten, also die können nichts mehr machen. Und stehen natürlich alle ziemlich doof da, weil sie verdienen kein Geld und wenn du kein Geld hast, kannst du dir ja nichts leisten, kannst du dir kein Lebensmittel kaufen und es ist schon alles ganz schön beschissen, auf gut Deutsch. Deswegen fährt Haley halt nach Las Vegas, um Ethan zurückzuholen, um diese ganze Nachlasssache zu klären, dass halt wirklich andere Leute sich um die Fabrik kümmern können und ja, nicht alle ihre Jobs verlieren und das ganze Örtchen pleite geht. Nach einigem Hin und Her entscheidet sich Ethan dann, Haley zu helfen und mit ihr zurückzufahren. Als er mit Haley in seiner Heimatstadt ankommt, stellt er sehr, sehr schnell fest, dass man die Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen kann. Mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich gar nicht sagen, sonst verrate ich euch zu viel. Ich kann nur sagen, dass mir, wie gesagt, diese Story richtig gut gefallen hat. Ich mochte sie sehr. Es waren einige Plot-Twists in der Geschichte drin. Die kamen jetzt nicht total überraschend und unvorbereitet, aber durch die ganze Art und Weise, wie Jackie das erzählt hat, war das einfach nur wunderschön zu lesen und man konnte einfach mitfühlen mit den Protagonisten. Ich habe teilweise nur gedacht, oh nein, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Und dann am Ende auch das große Kaboom, das fand ich auch richtig gut, wo das Ganze aufgelöst wurde. Das hat mir richtig gut gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen arg kitschig war, aber ich mag kitschig. Ihr wisst, ich mag kitschig und es war einfach wunderschön. Die Charaktere fand ich auch wieder richtig gut. Ethan macht echt während der ganzen Geschichte eine wirklich starke Entwicklung durch. Man merkt, wie er anfängt, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Man merkt, dass er überlegt, ob er in seiner Vergangenheit alles richtig gemacht hat, ob er richtige Entscheidungen getroffen hat. Und man merkt auch bei Haley, dass sie sich ein bisschen verändert, jetzt aber nicht so extrem wie Ethan. Aber ich finde, man merkt halt, wie gesagt, die Charakterentwicklung in dieser Geschichte wirklich richtig gut. Und das hat mir auch wirklich wahnsinnig gut gefallen. Die Handlung hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich mochte das von Anfang bis Ende, von diesem in Las Vegas zu diesem kleinen 300-Seelen-Örtchen, wo die ursprünglich herkommen. Und ja, also ich mochte es einfach total. Vom Setting her befinden wir uns hier am Anfang in Las Vegas. Es wird dann aber sehr schnell in ein anderes Setting. Man kommt dann sehr schnell in ein anderes Setting und zwar in ein kleines Dörfchen in Kansas.
Und das fand ich auch richtig gut. Ich stelle mir das immer wirklich sehr, sehr cool vor, wenn man da in so einer kleinen Ortschaft mitten im Nirgendwo aufwächst. Und also ich kann mir sowas wirklich sehr gut vorstellen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, boah, nee, so auf dem Dorf in so einer Mini-Stadt wohnen, nee, das geht gar nicht. Aber ich mochte es wirklich sehr, wie das auch alles beschrieben wurde. Dieser Ort, wie der beschrieben wurde, so idyllisch mit diesen Feldern drumherum. Und ich würde da gerne mal hinfahren. Also ich würde mir das dort gerne mal angucken. Also das, wie gesagt, fand ich auch wirklich richtig gut. Und Jackie schreibt wirklich sehr bildlich. Also man kann sich wirklich die Orte, an denen sich unsere Charaktere befinden, wirklich gut ausmalen. Auch das Apartment von Ethan in Las Vegas wurde wirklich gut beschrieben, dass man sich das auch so vorstellen kann. Und also ich kann nur sagen, Jackie, ihr Schreibstil ist einfach der Oberhammer. Die Frau hat Talent, meiner Meinung nach. Wahnsinn. Und da kann sich manch anderer wirklich eine Scheibe abschneiden. Also ich mag wirklich die Geschichte und ich mag Jackie ihren Schreibstil. Ich mag die Art und Weise, wie sie die Geschichten erzählt, wirklich unheimlich gern. Und da haue ich jetzt hier nicht wirklich zu viel auf die Kacke. Ich finde, diese Frau hat einfach Talent und man sollte ihre Geschichten wirklich lesen, weil sonst hat man was verpasst. Letztens hat mir abends eine Arbeitskollegin geschrieben, so ganz unverhofft, und hat gesagt, oh, ich lese gerade Hashtag Folge deinem Herzen, ich habe deine Rezi gesehen und habe mir das Buch deswegen gekauft und es ist so schön und es ist so toll und bla. Gibt es noch andere Bücher von der Autorin? Dann habe ich ihr natürlich erstmal Ein magischer Sommer empfohlen, was ich ja auch gelesen hatte. Und ja, also ich finde wirklich, Jackie hat da ein Talent und sie kann einfach durch ihre Art und Weise Leute gut überzeugen. Und ich mochte dieses Buch wirklich sehr, auch wenn es jetzt sich alles nach sehr viel Rumgeschleim anhört, ist es aber nicht. Ich mag einfach die Art und Weise, wie sie Geschichten schreibt und wie sie Geschichten erzählt. Sie kann das meiner Meinung nach wirklich alles sehr gut beschreiben und sehr gut darstellen. Die Geschichten sind witzig, die haben Charme. Man hat Spannung in der Geschichte, man hat Drama in der Geschichte. Man hat was fürs Herz in der Geschichte, dass man auch mal leiden kann mit den Protagonisten. Und das macht das für mich auf jeden Fall wirklich rund und perfekt. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe dieses Buch, ich liebe Folge deinem Herzen und I like it! Und schaut euch einfach die Geschichten von Jackie mal an. Mein Fazit ist, dass Ein magischer Sommer ein wunderschönes Buch ist über zweite Chancen und den Willen, wenn man alles erreichen kann, dass man es dann auch schaffen kann. Man muss sich halt wirklich nur reinknien. Und ich mag es, lest es, schaut es euch an. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt auf so Liebesgeschichten steht, Jackie hat auch so Fantasy-Geschichten schon geschrieben und so eine Superhelden-Geschichte, die will ich mir auf jeden Fall auch nochmal mit angucken, dann schaut auf jeden Fall bei ihr einfach mal vorbei. Wie gesagt, sie hat einen unglaublich guten Schreibstil und ich mag ihre Art und Weise, Geschichten zu erzählen, total gern. Und I like it! Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich freue mich schon auf das neue Buch, was nächsten Monat kommt. Das werde ich nämlich auch auf jeden Fall lesen. Ich habe dieses Buch ja von Jackie bekommen zum Lesen und sie hat mir noch das hier mit dazu geschickt. Ich zeige es euch mal. Es ist eine Herzdame und hier steht Ethan. Und wenn ihr dieses Buch lest, werdet ihr wissen, was die Herzdame mit dem Namen für eine Bedeutung hat. Und ich habe mich so gefreut über die Karte, das glaubt ihr gar nicht. Ich fand es so süß, dass sie mir die mit reingeschickt hat und I like it. Und ich mag das Buch und lese es und es ist wirklich schön. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich hatte ja letzten Monat mit dem ersten Band angefangen und habe gesagt, ich möchte jetzt bis Ende des Jahres alle Bücher von Harry Potter lesen, also jeden Monat eins. Beim zweiten Band konnte ich mich auch wirklich noch gut an den Film erinnern und ich muss sagen, es waren hier einige Sachen schon ein bisschen anders als im Film, aber der Film ist hier doch schon noch sehr nah am Buch mit dran. Ich mochte das zweite Buch auch wirklich wieder sehr, sehr gern. Dafür, dass es, wie gesagt, so eine Jugend-Fantasy-Geschichte ist, mag ich diese Bücher. Es ist ein super einfacher Schreibstil natürlich auch, dass es natürlich diese jüngeren Leser auch gut lesen können und dass alles leicht verständlich ist. Ich glaube, bei Harry Potter brauche ich auch von der Geschichte her wirklich nicht mehr viel sagen. In die Kammer des Schreckens geht es ja um Harry, der sein zweites Jahr in Hogwarts verlebt und anfängt irgendwann geheimnisvolle Stimmen zu hören und dann werden eins nach dem anderen versteinerte Schüler und Sachen gefunden und Harry versucht es dann natürlich aufzuklären mit der Hilfe von Ron und Hermine. Und ja, ich mag den zweiten Teil, das Setting ist natürlich Hogwarts. Ich liebe dieses Schloss, ich finde auch, dass es in den Film echt gut umgesetzt wurde, auch mit der Decke im Speisesaal, das finde ich auch alles wirklich richtig gut. Und ja, ich mag Harry Potter, den zweiten Teil, wie gesagt, auch wirklich wieder sehr, sehr gern. Und bin gespannt, was der nächste Teil bereithält, denn Der Gefangene von Azkaban war einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen freue ich mich da wirklich schon sehr, sehr auf das Buch und bin gespannt, was Harry Potter und Der Gefangene von Azkaban für mich bereithält. Ansonsten, ich mochte den zweiten Teil und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Zu Harry Potter kann ich einfach auch nicht viel sagen, weil jedes Kind kennt Harry Potter. Ich glaube, ich brauche da auch nichts sagen zu den Charakteren und allem. Im zweiten Buch ist er natürlich jetzt noch nicht so, dass da so eine mega große Charakterentwicklung stattgefunden hat, im Gegensatz zum ersten.
Aber das kommt, denke ich, auf jeden Fall noch. Aber ich mag die Charaktere auch unheimlich gern. Ich mag das Setting, ich mochte die Handlung. Dieses Buch war für mich rund und deswegen freue ich mich jetzt schon auf den dritten Teil. Das dritte Buch, was ich gelesen habe, war dieses hier, Stolz und Vorurteil und Zombies. Ich habe inzwischen auch den Film gesehen und der Film war ja mal absolut grottig. Also der Film war absolut Müll. Der war sowas von hohl. Also ich kann euch das nicht sagen. Also dieser Film ging gar nicht. Also der war einfach nur... Nope. Guckt euch diesen Film nicht an. Er ist einfach nur furchtbar. Aber ich sagen muss, dass es andere Filme gibt, die noch schlimmer sind. Aber ich mochte den Film auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich habe jetzt das Buch gelesen. Das Buch ist auf jeden Fall besser als der Film um Längen. Aber ich muss sagen, ich bin A, schwer in die Geschichte reingekommen. Weil es ist im Prinzip schon Stolz und Vorurteil. Wirklich wie das Originalbuch, auch von der Schreibart her und allem. Und ich hatte aber am Anfang einfach Probleme, in die Geschichte reinzukommen. A, wegen dem Schreibstil, gemischt mit dieser Zombie-Geschichte. Und dann irgendwie hatte ich am Anfang das Gefühl, es ist nicht Jane Austen. Obwohl es Jane Austen ist, es ist sehr schwer zu beschreiben. Also es wirkte für mich am Anfang eher, als wäre es auf Stolz und Vorurteil gemacht, als dass es Stolz und Vorurteil ist. Das war so ein ganz komisches Gefühl, was ich da am Anfang hatte. Das wurde ab der zweiten Hälfte vom Buch wirklich besser und die haben dann wirklich die ganzen Dialoge aus dem Originalbuch, sind hier definitiv 1:1 übernommen worden. Und ja, also zum Ende hin wurde das Buch für mich definitiv wirklich besser, aber am Anfang, wie gesagt, hatte ich wirklich Probleme, in die Geschichte reinzukommen. Es hat sich am Anfang auch sehr gezogen. Es war sehr langwierig auch, dieses Buch. Und es waren auch so 2-3 Sachen drin, wo ich dachte so, ja, nee, ist klar. Als allererstes aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Elizabeth Bennet, die zusammen mit ihren 4 Schwestern und ihren Eltern auf Longbourn lebt. Elizabeth ist eine ausgebildete Kriegerin und ihre Mutter versucht nichts anderes als alle Mädels unter die Haube zu kriegen, weil es war ja damals in der Zeit, wo das spielt, so, dass Frauen nichts erben durften und so würden sie halt quasi alle auf der Straße landen, wenn ihr Vater irgendwann mal sterben würde und das wollen sie natürlich nicht, deswegen ist die Mutter sehr darauf bedacht, ihre Kinder unter die Haube zu kriegen. Eines Tages erfährt Mrs. Bennet dann, dass ein junger, reicher Mann in die Gegend zieht auf Netherfield und sein Name ist Charles Bingley. Natürlich freut sich die Mutter, weil sie natürlich einen potenziellen Ehemann für einen ihrer Töchter sieht und ja, lernt dann auch Charles Bingley kennen. Er ist ein wirklich sehr, sehr liebenswerter Mensch. Er ist auch ein sehr, sehr gutgläubiger Mensch und der verliebt sich dann auf Anhieb in die Schwester von Elizabeth, in Jane. Und so ist die Mutter natürlich erstmal wohlauf und freut sich, ja, sie kriegt wahrscheinlich die Tochter unter die Haube, aber mit ihrem Verhalten, was sie da so an den Tag legt, tut sie nicht nur positive Dinge bewirken, sondern eher auch negative. Das ist so der eine Handlungsstrang, in dem es um diesem Buch geht. Mr. Bingley wird begleitet auf seiner Reise von seinem guten Freund Mr. Darcy. Mr. Darcy ist ein sehr stolzer, sehr mürrischer und sehr verschlossener Mensch. Und so kommt es auch, dass er nicht wirklich viel mit den Leuten dort, mit dieser Gesellschaft zu tun haben möchte und keiner ihn so wirklich leiden kann und am ersten Abend er auch mit Elizabeth so ein bisschen anecken tut und sie halt mehr oder weniger beleidigt, weshalb Elizabeth ihn auch nicht mehr wirklich leiden kann. Und die beiden laufen sich dann aber im Laufe der Geschichte natürlich immer wieder über den Weg und dann entwickelt sich natürlich etwas zwischen den beiden, so ganz zaghaft, möchte ich jetzt mal sagen. Und ja, das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, dann gibt es natürlich noch die Zombies. Mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht verraten, weil sonst ist es auch zu viel verraten. Aber ich denke, die meisten von euch kennen Stolz und Vorurteil und wissen so vom Grundstrukt her, was in diesem Buch passiert. Und das ist hier exakt das Gleiche. Natürlich sind hier auch einige Unterschiede in dem Buch mit drin, die ich euch natürlich jetzt nicht verraten möchte, sonst spoilere ich euch, was das betrifft und das wäre doof. Aber ansonsten ist es so vom großen Grundstrukt her, von der Handlung her, wirklich wie Stolz und Vorurteil. Was mich, wie gesagt, ein bisschen gestört hat, war, dass manche Sachen mit diesen Zombies irgendwie nicht wirklich gut durchdacht waren. Das war irgendwie schon teilweise sehr eigenartig. Und dann noch diese alte Sprache mit diesen Zombies, das war teilweise wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also da bin ich, wie gesagt, auch nicht gut in das Buch reingekommen. Wenn man es dann eine Weile gelesen hatte, ging es. Da war es dann besser. Aber so richtig überzeugt hat es mich nicht. Die Charaktere sind in diesem Buch meiner Meinung nach etwas übertrieben rübergekommen. Also Mr. Darcy war wirklich sehr stolz, Elizabeth war wirklich sehr aufmüpfig und Charles Bingley war wirklich sehr naiv und sehr freundlich. Also das war irgendwie alles, kam das so übertrieben rüber von den Charakteren, nicht so wie sie eigentlich sind. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, aber das kann natürlich auch sein, dass ich das wirklich nur so empfunden habe, ich weiß es nicht, aber... Mir kam es halt auf jeden Fall so vor. Vom Setting her befinden wir uns hier auch in England, irgendwann 1700, schließ mich tot, weiß gar nicht mehr, wann das genau spielt. 1600?
was weiß ich, ich glaube 1700 irgendwas spielt das in England. Und halt, es ist halt alles so typisch für die Zeit, bloß halt, dass es dort Untote gibt und Zombies gibt. Und also auch dieser ganze Konflikt, der in diesem Buch aufgegriffen wird mit den Zombies, ist auch schon sehr merkwürdig, weil die töten wirklich nur die Zombies, die jetzt so an ihr Haus rankommen und eine direkte Bedrohung wären, aber da zieht jetzt keiner los und schlachtet einfach mal die ganzen Untoten ab, dass die einfach mal weg sind. Nein, das nicht. Wenn die irgendwo 200 Meter weg sind und dich nicht sehen, dann latschen die halt weiter, anstatt die einfach gleich zu killen. Das habe ich auch nicht wirklich verstanden, also das war für mich nicht logisch. Wenn da ein Zombie ist, dann mache ich den tot. Wenn ich ein Messer oder irgendeine Waffe dabei habe, mache ich den tot, dass der nicht andere Leute verletzen kann, wenn ich schon so eine Kampfausbildung habe. Das war, wie gesagt, für mich wirklich sehr, sehr eigenartig. Und dann ist es ja wirklich so, wie gesagt, dass die in diesem Buch alle ausgebildet Kämpfer sind, die Bennett-Damen. Und ja, also das war für mich auch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Also, das war irgendwie komisch. Da kam ich auch nicht so ganz mit konform. Zum Schreibstil kann ich wirklich schon sagen, wie gesagt, es war mehr so auf Jane Austen gemacht. Am Anfang zumindest kam es mir so vor, als dass es wirklich so Jane Austen vom Stil her ist. Also, ich kann das wirklich sehr, sehr schwer beschreiben, aber es war einfach nicht meins vom Schreibstil her. Wie gesagt, zum Ende hin ging es dann. Da sind auch sehr, sehr viele Dialoge, die man aus Stolz und Vorteil kennt, wieder aufgegriffen worden und übernommen worden, 1:1. Das war dann schon wieder besser. Aber am Anfang, ich bin einfach nicht reingekommen in die Geschichte. Und ich muss sagen, es war ein Versuch, Stolz und Vorteil mit Zombies zu mischen, aber so richtig hundertprozentig überzeugen konnte es mich leider nicht. Ich habe es jetzt gelesen, ich weiß, wie es ist, aber es ist jetzt keine Geschichte, die mich absolut begeistert und umhaut, wo ich sage, wow, die muss ich unbedingt nochmal lesen. Das leider nicht. Mein Fazit zu Stolz und Vorteil und Zombies ist, dass es von der Grundidee her wirklich cool ist. Also ich finde das wirklich von der Idee her, Stolz und Vorteil mit Zombies zu mischen, wirklich richtig cool. Aber dass es in der Umsetzung nicht hundertprozentig gepasst hat, leider. Weil ich finde einfach, die Mischung stimmt hier nicht. Also da waren wirklich viele Sachen in dem Buch, wo für mich das einfach unlogisch war. Wie gesagt, wie dass die Zombies dann einfach laufen lassen, anstatt die einfach gleich abzumurksen. Und dann waren auch noch so 2-3 Szenen, die absolut unglaubwürdig waren, meiner Meinung nach. Und übertrieben und unnötig auch teilweise. Und ja, also wie gesagt, Idee wirklich gut, Umsetzung leider nicht so wirklich mein Fall. Es gibt bestimmt auch Leute, die das wirklich cool finden. Aber mein persönlicher Fall war es jetzt halt leider nicht.